Sag mal, wen könnte ich denn noch so einladen? Hering? Hering, ja, mit dem habe ich ja Pläne, die hoffentlich, wenn dieses Video hier hochgeladen wird, endlich mal umgesetzt wurden. Dann kannst du es ja anteasern, weil dann wissen die Leute ja schon, also, ich habe so drei Pläne. Einmal das hier, was aktuell läuft, dann hier mit meinem Clan, dass ich so CWs aufnehme und dann irgendwie so schön zusammenschnippel, dass es unterhaltsam ist. Ja, und was mit Hering, wo man am besten irgendwie zusammen was macht und gegen irgendwelche anderen eventuell was macht. Und ich hoffe, dass es dieses Wochenende dazu kommen könnte, dass man sowas macht, weil das Video hier sollte, warte mal, das sollte eigentlich erst von heute an gesehen in der Woche rauskommen. Vielleicht sogar noch später, weil wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde aufgenommen, sehe ich gerade. Wow. Also sollte eigentlich bis dahin geklappt haben. Naja, spoilere ich das jetzt einfach mal so. Ja, cool, so Two-on-Two-Matches. Two-on-Two-Matches? Gegen andere Abonnenten. Oder vielleicht noch mehrere Teams. Weißt du, einfach so richtig schöne Duelle, so wie ein Clan War, halt nur für zwei. So die guten Zeiten aufleben lassen. Bin ich ja gespannt. Ich war gespannt, es ist ja schon vorbei. Achso, ja, war schön, ne, das Video. Es war sau gut. Ich fand's auch toll. Vor allem da, als wie viele Leute da waren. Und ich dann gesagt habe. Ja, und die eine Szene war so gut. Ah ja. Als du da. Nee, die war doof. Da ist irgendwie alles. Aber das ist mein Gott, man kann ja nicht immer Gold scheißen, ne? Ja, nur ab und zu. Was sieht ihr erst manchmal? Ich träume manchmal davon. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie. Ich sollte das vielleicht mal dokumentieren. Wie fühlt sich das an? Der Traum oder das Gold? Beides. Ist bestimmt weich, warm und. Weiches lass Gold. Uns das Thema wechseln. Okay, ja, ich habe gerade nur so automatisch an A Million Dice to Way. A Million Ways to Die in the West gedacht. Das hatte ich letztens im Kino gesehen und das ist ja auch. Das trotzdem nur so vor Fäkalhumor. Fäkelhumor? Aber wenn man das ausblendet, ist das ein verdammt lustiger Film. Hätte ich nicht gedacht. Schmerz. Ich bin abgestumpft gegen jegliche Art von Fäkalhumor. Ich kann da nicht mehr drüber lachen. Das ist, ich habe so ich viele schlechte Filme lachen, gesehen. Deswegen ist das Problem. Nee, die einzige Art von Humor, die ich gar nicht abkann. Nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Und ich habe so viele schlechte Filme gesehen, bei denen es drin war und es wirklich wehtat. Und dann irgendwann stirbt man innerlich irgendwie. Oh Gott, warum ist es so lustig, wenn jemand ins Gesicht gepinkelt bekommt? Was ist daran lustig? Erklär es mir. Das macht doch keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Es gab mal. Ach, wie hieß denn? Disaster Movie. Funny Movie. Ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Scheißdreck. Ich hab original noch nie was Schlimmes. Ey, ich würde mit einem Nazi saufen. Ganz ehrlich. Das wäre nicht so. Ich wäre nicht so angekotzt nachher wie das. Das ist grauenhaft. Um das aus deinem Mund zu hören. Das muss schrecklich sein. So schlimm war dieser Film. Ich will jetzt hier meine Tod-Hafenstadt haben. Ich will Tod-Hafenstadt, Manu. Dann super. Oh, Tod. Apropos Tod. Also nicht Tod, sondern Toad. Mit weichen T. Was? Wie fandest du das Spiel, das da gezeigt wurde? Hast du schon gesehen? Das Problem ist, es ist ja irgendwie so eine Art Minispiel. Also war mal so ein Minispiel von 3D World, ne? Ja, zumindest. Ich habe das Spiel halt nicht, genau das ist ja das Problem. Aber was ich so gesehen habe, ist. Also, wenn ich jetzt noch 6 Jahre alt wäre, würde ich mich drauf freuen. Ich weiß es nicht. Irgendwie fand ich es geil. Weil ich. Keine Ahnung, das ist sowas Kurzweiliges, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Es sieht ganz nett aus. Von der Kamera sieht es sau stressig aus, dass du unfassbar viel Kamera drehen musst. Und sie steht nie richtig. Aber, also so wie ich Nintendo kenne, machen sie daraus ein 60-Euro-Spiel und das ist es definitiv nicht. Also ich finde, es wäre so ein 15-Euro-Ding irgendwie. Was mich halt so ein bisschen abschreckt, ist halt, dass es wie dieses, so ein typisches heutzutage 3D-Mario ist. Also wirklich 3D-Welt. Nicht die New Super Mario Bros. Dinger, sondern, ich weiß nicht, seit dem Super Mario 64 oder vielleicht noch, Super Mario Sunshine, das mochte ich eigentlich auch noch ganz gern. Aber alles, was danach kam an 3D-Umgebung von Mario, hat mich einfach nicht gepackt. Galaxy war nett, ist okay, aber ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht mehr so umgehauen. Und ich habe auch deswegen 3D World noch nicht gekauft, weil da fehlt einfach so die richtige Lust drauf. Ich habe auch den 3DS-Teil davon nicht geholt. Ach, du hast noch gar nicht. Dann müssen wir das auf jeden Fall mal spielen. Ich meine, ich habe es bei dir ja mal
Wir haben das ja so mal zu viert, glaube ich, in einem Abend, als ich bei euch war. Ich glaube Silvester. Da waren wir zu viert. Ja, stimmt. Und da ging es ziemlich schief. Oh ja. Ja, ich meine, es ist ganz nett, aber es ist für mich irgendwie. Ich habe seit Jahren nicht verstanden, warum sich Leute immer so heftig über Mario-Spiele freuen. Na, siehst du, da, so ging es mir bei Mario Kart. Ich verstehe diese Freude nämlich auch nicht. Das ist für mich genau dasselbe. Das ist halt, mein Gott, es ist ein Spiel, ja. Man nennt es Overhype. Ich ganz ehrlich erst ein Mario Kart-Fan bin, seit es diesen Online-Multiplayer gibt. Früher, klar, wenn du Freunde da hast, lokal, schön. Aber allein, das war nie was Besonderes. Deswegen fand ich es bei Double Dash auch so schade, was ich eigentlich vom Spiel her wirklich mochte. Aber du konntest halt nicht. Sag mal, seit wann wird man eigentlich vom blauen Panzer getroffen auf hinteren Plätzen? Der fliegt bis zum ersten durch und räumt alles ab auf dem Weg. Schweine. Und vor allem das Lustige ist, ich finde sogar, wenn man unterwegs getroffen wird, macht er einem mehr Schaden und hält einen eher auf, ja, als der Erste, den er nachbekommt. Genau das. Das ist sehr schön. Ja, ich weiß nicht. Aber ich bin sowieso kein Mensch mehr, der sich besonders leicht halten lässt. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ich kann überhaupt nicht mehr gehypt werden. Ich war wirklich von dem Spiel hier gehypt und dann ja, war es halt so, dass jeder Mensch dieses Spiel hatte, außer mir. Seitdem bin ich nie wieder gehypt. Ja. Das ist natürlich besonders übel. Aber gut, ja, irgendwie endet jede Hype-Story in Tragik. Mord, Trauma. Ja. Nee, bei mir war es das letzte Mal, dass ich wirklich gehypt war, Gothic 3. Und ich habe mir Monate vorher die Collector's Edition bestellt. Und was kam nachher raus? Das Spiel war fast unspielbar, ruckelt wie Sau, hatte sau viele Bugs und war einfach Schrott. Und ich saß mit meiner tollen Collector's Edition und 7 Leuten, die in meinem Zimmer saßen und zugucken wollten, da und denk mir, yo! No! Schöner Abend! Tschüss! Und das war das letzte Mal, dass ich irgendwie mich auf einen Hype-Train eingelassen habe. Nee, nee. Also aktuell, also außerhalb von der E3, was kommt jetzt wirklich dieses Jahr? Also dann ist E3 automatisch weg. Ja, stimmt, gut, das kam. Warum mies? Ich meine, okay, ja gut, die bringen auch noch ein bisschen mehr verschiedene Charaktere sozusagen zum Spielen rein, aber ich mag mies bei Mario Kart, das ist okay. Aber als Kämpfer bei Smash Bros. Ist das jetzt echt nötig. Das ist aber, ich habe das Gefühl, da hat sich Nintendo irgendwie in so eine Ecke manövriert. Die haben scheinbar irgendwie das Gefühl, die sind in der Verpflichtung, bei jedem Mario Smash Bros. Wieder einen Haufen neuer Charakter reinzubringen. Und das ist kompletter Blödsinn, weil was habe ich denn nachher von einem Feld von 150 Kämpfern, wenn 140 davon scheiße sind? Weißt du, das bringt doch keinem was. Nee, vor allem so, wenn es jetzt wirklich Charaktere sind, die was aussagen, die jetzt irgendwie wirklich ein Fanbase haben. Ich weiß nicht, hier von Kid Icarus ist ja hier die Göttin Palutena jetzt dabei. Ich fand sie lustig bei Kid Icarus Uprising, okay. Aber sonst hat die ja nirgends Auftritte gehabt. Gut, Smash Bros. Brawl war sie halt mal kurz irgendwie zu sehen, aber also im Story-Modus war das ja da am Anfang, wo Peter so ein bisschen rumgeguckt hatte, als die ersten Kämpfe waren. Aber mehr war ja nicht. Warum kommt dann so ein Charakter neu dazu? Und siehst du, da komme ich nämlich wieder zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe, ich mag nicht Nintendo nicht, sondern ich mag die Fans nicht. Weil das ist nämlich, das ist das, was Nintendo noch den Rückenwind gibt. Das wurde ja da auch noch zelebriert ohne Ende. Du hast ja ewig lang was von Smash Bros. Gesehen. Mhm. Und dann kamen die ganzen anderen Spiele. Und dann kam am Ende nochmal so, jetzt kommt nochmal was. Und du denkst dir, ja, bring irgendwas Cooles zu. Und es ist ein Charakter für Smash Bros. Und ich denke mir, wen juckt das? Ihr habt hier eine E3. Zeigt die Charaktere von mir aus in einem Direct. Aber doch nicht auf der E3. Da gibt's doch wohl wirklich Wichtigeres. Nee, weil guck mal, der Charakter. Schon das vorher machen können, weißt du? Wenn sie Smash Bros. Schon machen, dann gut am Anfang in Mii, dann ein bisschen labern und am Ende davon halt noch gerade den nächsten Charakter rausholen. Und nicht als Highlight am Ende. Ich meine, komm, nein. Das ist überflüssig. Es gibt so viel wichtigere Dinge von Nintendo. Wie wär's mit Spielen dieses Jahr? Ich brauche keinen neuen Charakter bei Smash Brothers. Das ist völlig irrelevant. Aber die Fans geben dem recht. Das ist das Schlimme. Dieses Jahr. Alle Leute freuen sich über die Spiele, die angekündigt werden. Ich mich auch. Das sind tolle Spiele, die angekündigt wurden. Aber sie sind alle noch in der fernen Zukunft. Richtig, ja. Das ist das Traurige daran. Ich bin halt wirklich perplex, dass da so viele Leute dann echt noch dahinter stehen und sagen, yeah, geil, der Charakter, yes, das habe ich gehofft. Und ich stehe daneben und denke, und ich habe eigentlich gehofft, dass ein Spiel kommt. Gut, dass wir uns verstehen. Also du freust dich auf einen Charakter, den du vielleicht irgendwann mal spielen kannst. Ich hätte mich auf ein Spiel gefreut, das ich jetzt spielen kann.
meine Prioritäten sind irgendwie anders. Also das ist halt, ja, die Mario, die Nintendo-Fans stehen da voll hinter und finden das sau cool. Und das ist das, was mich halt stört, weil das ja, bestätigt Nintendo in dem, was es macht, nämlich nix. Hm. Und generell, aber ich finde, das ist sowieso so eine blöde Art. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das entmystifiziert ein Spiel ja komplett, wenn du ständig nur Infos zu dem Spiel bekommst und das ist drin, das ist drin, ja, das ist drin. Das finde ich auch so schade. Ich weiß noch, als Brawl rauskam, hatten die auch so eine Seite, die gibt es ja aktuell auch, wo du halt nachlesen kannst. Die zeigen ja immer wieder alte Charaktere, die jetzt wieder im Spiel dabei sind. Wird so alle paar Wochen mal ein Update gemacht. Finde ich ganz cool. Nur ich will mich halt nicht zu sehr spoilern lassen. Ich habe es von Mario Kart ja größtenteils geschafft, dass mir das nicht passiert. Und habe jetzt kaum Strecken gekannt, kaum Charaktere gekannt. Aber bei Brawl weißt du einfach alles. Und dieses Gefühl vom ersten oder zweiten Smash Bros., wo du dann irgendwie was gemacht hast und auf einmal steht da ein neuer Herausforderer wartet und denkst, was ist das? Wer könnte das sein? Das fällt jetzt weg. Du kennst die alle schon vorher. Genau das. Und das ist doch total blöd, weil es wird ja auch noch so präsentiert. Du bekommst dann diesen Screen, New Challenger, und dann siehst du eine Silhouette vielleicht und denkst, ey Alter, das ist doch, und dann ist es. Und so denkst du, ach ja, cool, jetzt kommt der Charakter. Der ist ja auch mit drin. Das ist dann nur noch irgendwie dieses Gucken, ja, wie kann ich den dann freispielen, aber nicht mehr dieses. Es wäre halt so cool, wenn die irgendwie wen einbauen, den sie nicht angeteasern vorher, weißt du? So zwei Charaktere, die irgendwann kommen, wo du denkst, was zur Hölle? Das hatten sie gar nicht gesagt. Cool, der ist dabei. Dieses Überraschende, aber das ist irgendwie heutzutage anscheinend nicht beliebt. Nee, das ist halt die Internetkultur, die sich dann nach und nach gebildet hat, mit den Infos sind leicht rauszufinden. Was auf der einen Seite gut ist, weil du informierst dich über Spiele und merkst, okay, die sind vielleicht totaler Schrott und dann kaufst du sie nicht und sparst dir eine Menge Geld und Frust, aber du informierst dich halt auch vielleicht über Spiele, über die du dich noch nicht so viel informieren wolltest, unabsichtlich mit, und das ist halt ein bisschen doof. So sieht's aus. Das finde ich halt einfach schade. Das ist halt, weißt du, es sollte für jedes Spiel oder für diese großen Spiele zumindest mal, sollte es einfach eigene Dinge geben. Es sollte so ein, was weiß ich, ein Nintendo Direct nur für Smash Bros. Geben oder nur für Mario Kart 8 oder nur Infos zu diesen Spielen kommen. Und wer sich das durchhören will und wissen will, was passiert, was kommt, was nicht kommt, der hat sich dann informiert. Aber die Leute, die auch einfach wissen wollen, kommen vielleicht auch noch coole Spiele, die wollen vielleicht gar nicht hören, wie viele Charaktere bei Smash Bros. Dabei sind, weil die wollten sich vielleicht überraschen lassen. Aber du hast ja nicht mal mehr die Wahl. Ja, das ist das Schlimme, so ein Smash Bros. Verkauft sich ja. Das ist neben Mario Kart, glaube ich, das Spiel, was am Ende wahrscheinlich die meisten verkauften Exemplare stellt, wenn irgendwann eine neue Konsole kommt bei der Rückabrechnung. Außer vielleicht so ein Kram wie Sports U oder so. Ich weiß nicht, wie das läuft bei den Leuten. Aber ich weiß nicht, wenn du da schon alles vorher weißt, ich hasse das, wenn ich irgendwie auf was freue, aber im Endeffekt schon weiß, was es ist. Die Vorfreude ist bei mir immer das Schönste, wenn du dann noch positiv überrascht wirst mit Sachen. Genau, das ist es halt. Wenn so ein Mega-Man auf einmal auftaucht, weißt du, der so groß angekündigt wurde. Du spielst das Spiel und auf einmal ist es der Mega-Man und denkst dann, wow. Genau, und dieser Moment, der ist dir genommen worden auf einem Nintendo Direct. Ja. Und das ist doch blöd. Vor allem, du kannst dafür nicht entfliehen. Jahre vorher. Selbst wenn du es nicht guckst, du kriegst es mit. Irgendwer schreibt das. Oh, okay, gespoilert. Richtig, ja. Deswegen, ja, irgendwie, das ist halt, ich finde halt, Nintendo müsste sich bei allen Nintendo Direct, E3, Gamescom und weiß ja gar was, nur noch auf neue Spiele fokussieren. Was kommt raus? Wann kommt's raus? Exakte Daten nennen. Und was Spieleinfos angeht, was Inhalte zu Spielen angeht, überhaupt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Sondern, ey, ja, es kommt ein neues Smash Bros. Die Leute, die Smash Bros. Spielen wollen, werden es kaufen. So oder so. Egal, wie viele Charaktere mit drin sind. Und du wirst wohl kaum große Spielerschaften ansprechen und sagen, ey, ja, jetzt muss ich mir das Spiel auch holen, weil da ist der und der Charakter dabei. Wenn du nichts mit Smash Bros. Anfangen kannst, weißt du? Den ziehst du dann auch nicht mehr. Ich hätte fast Mio überholt. Was ist denn da los? Ich habe eine coole Bombe geworfen. Ach so. Ich habe gerade Mio in der Ehrenrunde überholt. Zählt das? Ja. Boah, hast du gerade Punkte gemacht. 1046. Wie machst du das? Ich bin einfach, und das mit voller Inbrunst und... So richtig. So kennt man mich. Ach so. Dass ich das nicht vorher wusste. Ich find's aber interessant, dass echt alle im Raum bleiben. Ich glaube, ich denke, alle, wir nehmen auf, die Deppen. Gott,
Was ist denn das da hinten? Ein Bart, eine Frau? Oh nee, das ist Cookie X3. Was? Eine Bart, eine Frau? Ja, ich weiß nicht, das Rosa hat jetzt nicht. Achso, das? Das hat mich so verwirrt. Rosa, dann gehst du ein bisschen höher und siehst einen grauen Bart. Was ist der? So sieht übrigens Link im neuen Zelda aus, ein bisschen. Ja. Also mit dem Bart. Und mit dem pinken Anzug. Du meinst Zelda im neuen Link, Das, ja, das, ja.